Heute ist ein schöner Tag, heute ist ein wunderbarer Tag, heute ist der letzte schöne Tag des Jahres, wenn ich das so richtig verstanden habe, der letzte schöne Tag des Jahres. Es scheint nochmal die Sonne und ich möchte heute endlich für euch das Vergleichsvideo drehen, Swordman gegen E-Flex. Welcher Spindelmäher ist der bessere? Welcher Spindelmäher macht das bessere Mähbild? Welcher Spindelmäher macht mehr Spaß? Welcher Spindelmäher lässt sich leichter manövrieren und bedienen? Welcher Spindelmäher ist einfach nur cool? Yeah! So, lieber Rasenfreaks, jetzt geht es endlich los. Jetzt haben wir unsere ganze Technik installiert. Die GoPro. Oh, es ist windig. Heieieiei. Mein Handy und meine Kamera. Action! Noch ist der Buschel dran. Ich versuche mal heute, ich hoffe, das funktioniert, heute mal nicht mit meinem Richtmikrofon, sondern mit diesem Lavalier-Mikrofon von Rode. Versuche mal jetzt den Ton halbwegs in den Griff zu kriegen. Wir haben heute viel Wind und wir haben auch nassen Rasen. Egal, alles für die schönen Zähnen. So, die Sonne steht ziemlich hoch. Der Schatten kommt langsam rum. Wir fangen jetzt an. So, was machen wir jetzt hier? Wir reden über den Toro E-Flex und über den Swordman Edwin 2.1. Toro E-Flex, Greensmaster 2100. Swordman hat 55, der E-Flex hat 50 cm Schnittbreite. Elektroantrieb, Benzinmotor. Das werde ich jetzt nicht vergleichen, weil das ist ein himmelweiter Unterschied. Die Akustik ist Wahnsinn beim E-Flex und der Swordman ist trotz des Benzinmotors richtig, richtig leise. Wirklich super leise. Ein wirklich hochwertiges und auch relativ teures Gerät für die breitere Masse. Das nur für die Profis. Das Gerät kostet locker über 20.000 Euro. Das Gerät kostet um die 3.000 Euro. Ich habe mir das Gerät gebraucht gekauft. Es war immer noch schweineteuer, aber nur dadurch habe ich die Chance, sowas hier zu vergleichen. Yeah! Ja, 130 Kilo zu ungefähr 60 Kilo. 130 zu 60 merkt man total. Diese Maschine walzt richtig stark den Boden. Ein Vorteil, natürlich das Gewicht. Ein Nachteil, natürlich das Gewicht. Die Maschine ist wesentlich schlechter zu wenden. Dazu braucht man eine ganze Menge Übung, um diese Maschine gut zu wenden. Und es ist anstrengender, mit der Maschine zu mähen. Mit dem Swordman zu mähen ist super leicht. Ich bin immer wieder begeistert, wie super leicht dieser Swordman zu handeln ist. Ja, zum Toro E-Flex könnt ihr mal hier meine Playlist angucken. Viele schöne Videos zum Toro E-Flex gemacht. Vom Kauf über die komplette Restaurierung und jetzt bis zum Mähen. Viele, viele schöne Stunden habe ich mit dem E-Flex gemäht. Ich mag das Gerät, weil die Spindel unglaublich robust ist. Die Spindel braucht man wirklich praktisch überhaupt nicht nachzustellen. Das Messer ist ganz hochwertig. Ja, natürlich habe ich auch mal ein Steinchen drin gehabt und dann so eine kleine Macke. Einmal kurz für 10 Minuten Backlapping hier. Geht ganz leicht bei der Maschine. Gibt es eine Aufnahme für eine Nuss. Völlig super einfach. Liebe Rasenfreaks, ich habe
viele Stunden mit dem Swordman gemäht. Ich sage es immer wieder, wenn man den Griff zum ersten Mal sieht und auch anfasst, denkt man, oh, was ist das denn? Aber nach kurzer Zeit stellt man fest, dieser Griff funktioniert wunderbar und das Mähen mit der Maschine macht richtig Spaß. Allen Leuten, die ich diese Maschine ausgeliehen habe, sind begeistert. Die Maschine lässt sich super gut handeln, die Maschine lässt sich super auf die Körpergröße einstellen. Das ist großartig. Negativ, dieser Holm, dieser zentrale, schicke, zentrale Holm, der ist nicht besonders robust. Also da entsteht dann schon ein gewisses Spiel. Das ist jetzt hier dem Design geschuldet. Das finde ich nicht wirklich gut. Gerade, dass das alles so ein bisschen elastisch und weich ist. Es stört beim Mähen überhaupt nicht. Es stört beim Transportieren. Ich drücke ihn ja immer auf diese Transportrollen runter, um ihn nicht mit der Walze über mein Kopfsteinpflaster, da über meine Pflastersteine zu fahren. Ja, was ein bisschen lästig ist, dass man mit beiden Händen beide Griffe immer gezogen halten muss, um mähen und fahren zu können. Und dann kann ich mal so seinen Nachbarn winken. Also, das geht leider nicht. Aber okay, gut. Da kann man sich sicherlich eine Technik vorstellen, wo man dann doch mit einer Hand fahren kann. Das finde ich ein bisschen schade. Was bei der Maschine super, super gut ist, ist der Schnitt, ist das Schnittbild. Die Maschine schneidet fantastisch. Was ich auch noch richtig gut finde, ist die Frontrolle. Na, hier die Frontrolle, wahrscheinlich seht ihr sie jetzt nicht. Diese profilierte Frontrolle, die ist richtig super. Und was mich richtig stört, ist, dass die hintere Walze sehr, sehr empfindlich ist. Da kommen ganz schnell kleine Dellen rein. Und was mich auch stört, ist, dass die Maschine von unten relativ leicht abgescheuert wird. Das zeige ich mal am Deckel. Das sind so Sachen, die mich stören, die ich nicht schön finde. Also da ist tatsächlich die Lackierung sehr empfindlich. Und auch hier hinten, das ist jetzt nicht irgendwie ein Problem der Lackierung, sondern dieser Deckel ist einfach zu tief über dem Boden. Und da ich sehr tief mähe, wird der Deckel tatsächlich mit der Zeit hier vom Gras abgescheuert. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Welche Probleme hatte ich schon? Ein Riemen ist mir schon kaputt gegangen. Okay, da sagt Swordman, das ist normal, das geht mal schnell und dauert mal lange. Das hängt auch davon ab, wie viel man mal mit schleifender Kupplung, sage ich immer, mit schleifendem Riemen fährt. Okay, sonst haben wir eigentlich nichts wirklich Dramatisches gehabt. Was gibt es noch zu sagen zum Swordman? Also, das Gerät ist total schick. Gerade dieses Matt-Orange auf dem grünen Rasen, das ist einfach der Hammer. Dass man auch verschiedene Farben bestellen kann, ist der Hammer. Bei den Toro musste ich selber in diesem knalligen Rot lackieren. Der hat sogar noch ein bisschen dunkleres Rot. Da hat man nicht diese Möglichkeiten. Das ist einfach eine coole Nummer. Hier wird sehr viel Wert auch natürlich auf Design, auf Style gelegt. Und das mag ich einfach. Ich mag das. Ich finde das cool. Er ist nicht so robust konstruiert wie so ein Profimäher. Überhaupt nicht. Das ist noch kein Vergleich. Aber er mäht fantastisch. Er lässt sich gut manövrieren. Und er macht einfach Spaß. Und er ist auch mit dem Benzinmotor richtig leise. Die Kassetten lassen sich super leicht austauschen. Swordman bietet eine tolle Zubehörpalette an. Und es kostet, ja, es kostet auch viel Geld. Keine Frage, das Ding ist auch teuer. Da muss man einfach ein bisschen verrückt sein und richtig viel Spaß an seinem Rasen haben. Dann kann man sich auch so ein Gerät kaufen. Yeah! Der Toro ist ein Profigerät. Der Toro ist gedacht für Golfplätze. Der Toro ist gedacht für die tägliche Anwendung. Die Maschine ist super teuer, die Ersatzteile sind super teuer. Alles ist hier an der Maschine teuer. Das Gerät ist aber auch mega robust. Das hat jetzt 1300 Betriebsstunden runter. Gut, ich habe das einmal komplett überarbeitet, aber jetzt ist das Gerät wie neu. Da kann man echt
jeden Tag mit mähen und das ist richtig klasse. Er schneidet fantastisch, die vordere Spindelaufhängung ist sehr cool. Das Gewicht ist an sich auch nicht schlecht, weil man damit eben auch schön seinen Boden immer walzt. Zum Manövrieren und auch zum Handling in der Werkstatt ist er zu schwer. Das macht keinen richtigen Spaß. Ja, ansonsten cooles Gerät. Tja, liebe Rheinfreaks, Toro oder Aua! Aua! Toro oder Sportman. Ja, eigentlich ist dieses Gerät für den normalen Rasenbesitzer nicht gedacht. Das ist was für Freaks, das ist was für Verrückte, die meinen, dass man damit noch besser, noch cooler mähen kann. Tatsächlich mäht dieser Mäher hier fantastisch, der Sportman. Er ist nicht ganz so robust. Die Spindel muss man sehr oft nachstellen, habe ich vergessen zu sagen. Also da muss man jedes Mal gucken, ob die Spindel noch gut schneidet. Dass Swordman hier nicht die Möglichkeit eines Backlappings zulässt, finde ich überhaupt nicht gut. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Aber ansonsten ist es eine echt schicke, eine echt coole Maschine mit so ein paar Kompromissen ans Design, muss man ganz klar sagen. Der Holm hier, dieses Lackabschleifen, weil die Maschine halt so designt ist, wie sie designt ist. Das hat man alles beim Toro nicht. Der ist einfach zum Mähen gemacht. Ja, auch die Flexibilität natürlich mit den Kassetten ist natürlich besser. Hier gibt es das alles nicht. Das ist wirklich hier nicht als multifunktionales Gerät ausgelegt. Hier kann man eine Lüfterkassette einbauen, eine Bürste einbauen, man kann eine Vertikutierkassette einbauen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Groomer-Kassette, weiß ich nicht. Wäre cool. Lässt sich richtig gut und schnell verstellen. Deswegen mähe ich auch gerne meine Grüns und meinen Abschlag damit. Der Toro ist etwas aufwendiger zu verstellen, geht auch, aber muss man schon doch deutlich mehr rumfummeln. Hat auch keine Höhenangabe. Und deswegen hat der immer nur eine Position und damit mähe ich meistens hier meine kurzgemähten Ferrari-Flächen. Yeah! Ich bin sehr gespannt, was ihr zu solchen Maschinen sagt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt Tschüss und bis denn.